Ja, liebe Zuschauer, ich merke immer daran, dass ein Jahr um ist, wenn wir unser Studio auf der Grünen Woche in Berlin aufgebaut haben. Und zu der möchte ich Sie dann auch gleich herzlich einladen und begrüßen. Wir waren dabei, als sie heute eröffnet wurde und freuen uns, wenn Sie den Rundgang mit uns jetzt beginnen. Woche wächst von Jahr zu Jahr in ihrer fast 100-jährigen Geschichte. Und das Besondere oder das Erfolgsrezept ist, glaube ich, auch, dass sie sich eben immer weiterentwickelt und natürlich auch die aktuellen Themen immer wieder aufnimmt und widerspiegelt. Tradition hat. Die 85. ist es. Sie ist so modern, sie ist so gefragt und auch so notwendig, glaube ich, wie selten zuvor, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Ganz im Mittelpunkt steht natürlich wieder der Erlebnisbauernhof. Wir haben uns getroffen mit der Lea Vlies. Lea Vlies ist die Geschäftsführerin vom Forum Moderne Landwirtschaft. Und mit ihr ging es eigentlich zunächst mal darum, was hat sich verändert in der Landwirtschaft? Es gab eine Entwicklung in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten. Immer mehr Menschen wohnen in den Städten, immer weniger auf dem Land. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, sodass da eine Riesenwissenslücke entstanden ist. Wenn Sie in Berlin fragen, waren Sie schon mal auf einem Bauernhof, haben Sie schon mal mit einem Landwirt gesprochen, sagen ganz viele Menschen nein, würde ich aber mal ganz gerne. Und deswegen geht es darum, eine differenzierte Meinung sich zu bilden, also beide Seiten sich anzuhören. Die, die die Landwirtschaft kritisieren und die, die die Landwirtschaft betreiben, weil da gibt es Interessenskonflikte. Und nur dann kann ich mir eine differenzierte Meinung bilden, wenn ich mir beide Seiten anhöre. Und das kann man auf dem Erlebnisbauernhof sehr gut. Ganz genau. Wir stellen uns hier diese 10 Tage ganz bewusst hin. Wir sind seit 21 Jahren dabei. Wir haben angefangen mit 350 Quadratmetern, jetzt sind 6000 Quadratmeter. Also wir nehmen das Thema wirklich sehr ernst, uns mit dem Verbraucher in Verbindung zu setzen, uns als Gesprächspartner anzubieten, ganz viel zu zeigen. Man kann sich mal auf so einen Trecker setzen, man kann sich das angucken. Und das heißt, wir stellen uns hier hin, um über die Landwirtschaft zu informieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Was sieht man nun konkret auf diesen 6000 Quadratmetern? Sie sehen zum Beispiel ganz klein aus hinter den großen Maschinen. Ja, da haben Sie recht. Also man sieht ganz konkret Maschinen, Tiere, wir haben Kälber hier, wir haben kleine Küken. Also wir wollen zeigen, was auf einem landwirtschaftlichen Betrieb alles zu sehen ist. Wir wollen aber natürlich auch zeigen, wo die Landwirtschaft Vorreiter schon ist, also autonomes Fahren. Hinter mir die Traktoren haben unterschiedliche Antriebssysteme. Die einen sind deutlich klimaschonender als die anderen, weil das ist nämlich unser Überthema. Also wir wollen dieses Jahr zeigen, was die Landwirtschaft schon alles für den Klimaschutz tut. Dazu kommt, dass man hier verschiedene andere Dinge erleben kann, wie beispielsweise die Schaubäckerei. Ganz genau. Also wir wollen die ganze Prozesskette darstellen. Der Verbraucher kennt heutzutage vor allem das Produkt. Der geht zum Bäcker, kauft ein Brötchen, isst das, schmeckt lecker und macht sich dann weniger Gedanken dazu, wie das erzeugt wurde. Das heißt, wir wollen ihm das Produkt zeigen, das er kennt über die Schaubäckerei und wollen dann die Prozesse, die dahinter stattfinden, die er nicht mehr kennt, ihm zeigen. Und deswegen sind hier die Schaubäcker, genauso wie eben die Leute sind, die auch über Pflanzenschutzmittel informieren, genauso wie hier die Leute sind, die auch über Tierfütterung informieren. Also man kann sich wirklich ein umfassendes Bild davon machen, wie Landwirtschaft heute funktioniert. Ich habe gehört, es ist der größte Bauernhof Berlins.
Ja, ganz genau. Also es gibt in Berlin streng genommen natürlich sehr wenige landwirtschaftliche Betriebe, Bauernhöfe heute. Und mit diesen 6000 Quadratmetern sind wir einfach der Größte, auch wenn wir nach 10 Tagen dann den Bauernhof wieder abbauen und ihn an anderer Stelle vielleicht wieder aufbauen. Was sollte man unbedingt gesehen haben? Also ich finde tatsächlich ganz, ganz toll diese selbstfahrenden Roboter, einfach weil man so Science-Fiction, an Science-Fiction-Bilder denkt, an den kleinen Wall-E in diesem Disney-Film, und dann fährt auf einmal vor einem so ein unkrautjätender Roboter und da sieht man einfach, wie weit vorne die Landwirtschaft bei der Technologie ist, bei autonomem Fahren, wo andere noch darüber sprechen, wie kriegen wir das bewerkstelligt, gibt es in der Landwirtschaft schon ganz vieles. Und sich das mal live anzugucken, mal zu gucken, wie diese Systeme funktionieren, das finde ich total spannend. Ja, dann wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Messe und viel, viel Besucher. Vielen Dank. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Müller, lädt in die Halle 1.2b ein und beschäftigt sich dort wie immer mit internationalen Themen, die hier auf der Grünen Woche eine Rolle spielen. Man merkt, wenn man in die Halle kommt, das ist Ihr Herzblut. Sie haben hier auch wieder einige neue Partner, die Sie vorstellen. Woran liegt es Ihnen am meisten? Eine Welt ohne Hunger zu schaffen, weil das möglich ist. In einem relativ kurzen Zeitraum von 10 Jahren wäre das machbar. Investitionen in ländliche Entwicklung, in Forschung und in Stärkung der Landwirtschaft in den Ländern Afrikas und Asiens. Wir bräuchten dazu weltweit einen Betrag von 30 Milliarden, jedes Jahr auf 10 Jahre. Und das ist doch eine großartige, nicht Vision, sondern Möglichkeit. Und hier sind eine Vielzahl von Fachleuten, die das Wissen haben, dieses Projekt umzusetzen. Aber wir stehen ja nicht zufällig hier am Insektenstand. Sie meinen wirklich, dass das auch eine Zukunft haben wird? Wir müssen weltweit, der Mensch braucht Proteine, Eiweiß als Nahrungsmittel. Das muss nicht überall und kann nicht überall auf dem Planeten Schweinefleisch und Rindfleisch sein. Denn wir wissen ja auch um die Probleme in der Kette. Soja, die Plantagen können nicht unendlich ausgeweitet werden. Und deshalb braucht man Alternativen, eiweißhaltige Nahrungsmittel. Das sind zum Beispiel Mehlwürmer, Heuschrecken. Das ist hier in Deutschland irgendwie was Besonderes. Aber in fernen Erdteilen in Australien steht das täglich auf dem Tisch. Es gibt auch die Möglichkeit der Verwertung von Algen, eiweißhaltig. Also es gibt viele auch andere Möglichkeiten. Und wer mal in China war und originalchinesisch gegessen hat, der weiß, dass er eigentlich nicht weiß, was er isst. Aber es gibt eine große, große Variation, was der Planet, die Erde bietet. Pflanzen, Sprossen, Algen, Mehlwürmer, also. Und Sie, was haben Sie hier in der Hand? Das ist jetzt eine Heuschrecke, die ich esse. Schmeckt würzig, knackig und könnte ohne weiteres am Abend auf dem Fernsehtisch stehen. Guten Appetit und vielen Dank. Die Blumenhalle, die ändert sich auch jedes Jahr oder fast jedes Jahr, in diesem Jahr auch wieder mit neuem Gesicht. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Es geht einem dort das Herz auf und ich glaube, auch Ihnen wird es aufgehen. Schauen Sie schon mal vorab rein. Hallo Herr Rehberg, alle Jahre wieder. Wir freuen uns, ein schönes Restjahr wünschen wir, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass die Halle eröffnet ist. Ich glaube, sie ist etwas besser gelungen als letztes Jahr. Darf ich das sagen? Naja, besser ist ja eine Wertung. Ja. Und wir sprechen über Geschmack. Und ja. Jeder
empfindet natürlich Geschmack anders und fühlt und denkt anders. Richtig ist aber, wir haben eine andere Botschaft gesetzt. Wir wollten das letzte Mal ja ganz bewusst auch eine Diskussion auslösen, wie die Welt ohne Blumen und Pflanzen aussieht. Dieses Jahr zeigen wir Natur in ihrer ganzen Vielfalt, diese Breite, die Schönheit, das Bunte, das Kreative. Und wir haben uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, dass wir die Halle übersichtlich gestalten. Wir wollten eigentlich weniger in die Höhe gehen, sondern mehr in die Breite dieses Jahr. Ist Ihnen gelungen, aus meiner Sicht zumindest, und ich darf ja auch werten, dafür bin ich hier. Und sag unseren Zuschauern auch, wo sie was finden auf der Grünen Woche und wo es besonders schön ist. Wo ist es denn besonders schön hier in der Halle? Na, besonders schön ist natürlich in unserem Flower Store, denn da kann man die Blumen und Pflanzen auch tatsächlich kaufen. Ja, und das ist ja auch wichtig, auch für unsere Produzenten, dass wir auch die Kunden an die Produkte ranführen und vielleicht auch so ein bisschen testen können, was spricht denn die Messebesucher dieses Jahr gleich am Anfang des Jahres besonders an. Dann finde ich sehr, sehr schön den Springbrunnen auch gelöst, dann den angedeuteten Wald, weil wir ja auch aufklären. Also wir haben uns ja, obwohl wir sehr, sehr viel Wert dieses Jahr auf Schönheit und Kreativität gelegt haben, trotzdem haben wir die Aufklärung integriert. Das heißt, wir sagen, welchen Nutzen hat ein Baum? Wir sagen, diese Hochsitze, das macht ja alles Sinn, diese natürlichen Materialien hier, dass wir ohne Plastik arbeiten und ohne Metall arbeiten. Also ganz, ganz viele Botschaften auch integriert in die Halle. Vielleicht so ein bisschen versteckter als das letzte Mal. Aber auf jeden Fall einen Ausflug, einen Zwischenstopp hier wert. Halle 9, geöffnet ab 10 Uhr jeden Tag, liebe Zuschauer. Und wir freuen uns und bedanken uns ganz herzlich für dieses schöne Werk, was Sie hier verbracht haben. Vielen Dank nochmal für das Lob und die Anerkennung. Freut mich. Das war ja schon unser kleiner erster Besuch auf der Internationalen Grünen Woche. Als Anregung gedacht für Sie, die Sie sich vielleicht dann auf den Weg machen hierher. Und natürlich wollen wir auch ganz herzlich gratulieren, nämlich den Gewinnern einer Eintrittskarte, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Wir freuen uns auf Sie in der kommenden Woche, wenn es dann mit der Berichterstattung weitergeht.